Und die bilden ein Innenklima, also da der Tau und sowas, das kühlt ja hier als erstes an der Außenwand ab, läuft dann innen runter und versorgt die Pflanze dann wieder besser mit Wasser. Die einfach daneben reinstecken, die Pflanze gucken, dass sie halt schön drin steht. Und dann habe ich drei so Äxtchen dabei, die ein bisschen anklopfen, dass man halt oben gut wackeln kann und sie trotzdem stabil steht. Bei den Douglasien, da müssen die Kinder ein bisschen aufpassen, das sind Drähte. Also man, ohne das abzuklappen, man klopft diesen Posten neben der Douglasie runter und dann spreizt man diese Drähte so ein bisschen ab. Also die Douglasie würde jetzt quasi hier stehen und dann spreizt man diese Drähte so ein bisschen an die Douglasie ran, weil der Bock ja einmal im Jahr sein Gehirn abwirft und dann geht es um die Zeit wieder nachbildet. Und da ist ja der Bast drüber, diese Haut, die das Hirn bildet. Und die fällt irgendwann ab und die juckt den. Und dann versucht er natürlich irgendwelche Möglichkeiten zu nutzen, dass er diese Haut abgefägt kriegt. Die Douglasie ist dafür perfekt geeignet, weil das ist dann wie ein Duftbaum, der da oben noch zusätzlich hängt. Also wir werden es nachher in der Waldpädagogik noch sehen. Also wenn man den Douglas ein bisschen kratzt, die riecht so richtig schön zitronig. Da würde ich mir dann auch die Douglas raussuchen, die gepflanzten. Und wenn er dann hier ständig mit seinem Horn an den Drähten hängt, dann lässt er das auch nicht programmieren. Ja. Ich wollte eigentlich die Esskastanie, weil ich Hunger habe. Was soll ich denn damit sagen? Stunde mir noch. So schnell kannst du gar nicht aus. Man hüpft einmal so drauf. Dann muss man meistens kurz in den Eis stehen, dass der Probe von der Gleichung mit rausgeht. Dann von der anderen Seite steche, dann hat man quasi diesen ganzen Tropf. Bräuchte ich dann eine Pflanze. Die sitzt dann zwar nachher ein bisschen aus der Reihe, aber das ist halt so. Eine? Jawohl. Dann so weit, wie sie halt drin war. Nein, dieses Ding ein bisschen da reinkrümeln. Wenn es denn so arg nein will. So, jetzt kann ich die gut ziehen. Da jetzt direkt Buchsel drüber, fertig. Hallo miteinander, liebe Geschwister. Wir hier aus der Gemeinde Schwäbisch Hall. Sanzenbach ist mit dabei, Enzlingen ist mit dabei, Obersontheim ist mit dabei, Michelfeld ist mit dabei. Und wir sind hier heute ein bisschen in der Natur zu arbeiten, zu sein. Ihr seht hier Holzstücke. Eine kleine Axt. Wir sehen hier unten unsere Geschwister, die schon feste am Pflanzen sind mit Laubbäumen und Nadelbäumen, um hier etwas Gutes zu tun in der Natur, um wieder mal Gemeinschaft zu haben nach über 2 Jahren. Ja, wir sind dankbar und froh, das auch machen zu können. Das Wetter spielt mit. Wir haben Spaß, wir haben Freude. Nachher gibt es auch noch mal Leberkäse und Butterbrezeln. Also rundum, Kinder sind mit dabei, Jugend sind mit dabei, bis hin zu den Senioren. Wir sind froh und dankbar, das tun zu können und ja, wünschen euch weiterhin einen schönen Tag. Bleibt gesund, bis dann. Tschüss. Habt ihr das schon mal gemacht? Ja, klar. Anerkennt ihr euch alle? Letztes Mal. Beide Füße drauf?
Aber ich habe verstanden, aber auch drauf. Ich habe schwer, gell? Ja. Super. Ja. Noch ein bisschen. Klasse. Klasse. Ha? Perfekt. Perfekt und immer feste drauf. Pflanzen wir Esskastanie. Und hoffe, dass wir da davor auch mal was kriegen. Also ran, Kinder. Und natürlich die Erwachsenen auch. Ja. Ich hoffe, der Markus hat es nicht schon weit weg. Und das ist fast ein wenig weit weg. Das ist ich. Jetzt. Warte mal. Ja, komm, zusammen. So, jetzt. Ach, du deine Finger. Ich hoffe, dass du da Esskastanien sehen. Oh, das ist ja volles Radio. Ja. So was. Genau. Markus, komm, fertig. Wie in der Wasserwaage. Vorsicht. Ja. So, sauber. Ach, super. Ja, oh, gut. Baumart, halt. Baumärkte, ja. Häuserschwänzler. Ja.